verschwinden. Zurück bleibt allein das Geheimnis um den Verbleib der Schiffe, die sie in die Tiefe reißen. Wie in den 50er Jahren, als ein Artikel über das mysteriöse Verschwinden eines Schiffes die Welt erstmals auf die Teufelssee aufmerksam machte. Am 23. September 1952 steuert die Kaiomaru 5, ein Schiff der japanischen Küstenwache, mit 31 Mann an Bord, auf das Miyojin-Riff in der Teufelssee zu, um dort ungewöhnliche Unterwasseraktivitäten zu beobachten. Die Besatzung rechnet damit, in weniger als einem Tag das Riff zu erreichen. Nach 3 Tagen Funkstille erklärt die Küstenwache das Schiff für vermisst. Andere Schiffe, die in der Gegend kreuzen, wechseln ihren Kurs, um nach Überlebenden zu suchen, ohne jeden Erfolg. Bis eine Schiffsbesatzung plötzlich Zeugin eines gewaltigen Naturschauspiels wird. Ein unterseeischer Vulkanausbruch. Sollte sich ein ähnlicher Ausbruch direkt unter der Kaiomaru ereignet haben, war sie innerhalb von Augenblicken verloren, ohne auch nur ein Notsignal aussenden zu können. Die Suchtruppen finden einige Wrackteile, mehr nicht. Es gibt keinen Überlebenden, der berichten könnte, was wirklich geschah. Die Teufelssee hält die Wahrheit über das Schicksal der Kaiomaru verborgen. Trauernde Angehörige müssen sich damit abfinden, dass das Schiff einfach vom Meer verschluckt wurde und mit ihm 31 Männer, Söhne, Brüder und Väter. Seitdem warnt die japanische Küstenwache Schiffe vor der Passage des Miyojin-Riffs. Die Gegend gilt als Todesfalle. Aber Erschütterungen in der Tiefsee haben auch andere verheerende Folgen. Wenn in japanischen Küstenstädten die Erde bebt, fliehen die Bewohner auf Hügel. Ein Erdbeben am Meeresboden setzt sich bis an die Wasseroberfläche fort. Riesige Wassermengen rasen dann quer über den Ozean. Ein Tsunami entsteht. Auf dem offenen Meer sind Tsunamiwellen mehr als 750 Stundenkilometer schnell. Wer sich einer solchen Welle dann an der Küste gegenüber sieht, hat keine Chance. Als Kind überlebte Takeo Suzuki einen Tsunami. Die Welle vernichtete sein komplettes Heimatdorf. Es war entsetzlich. Um 12 Uhr war das Erdbeben. Ein paar Minuten später kam die Tsunamiwelle. Alle versuchten, sich zu retten. Ganz nah bei uns sahen wir Leute, die sich in Sicherheit bringen wollten, aber sie kamen um. Im Laufe der Jahrzehnte haben Tsunamis Hunderttausende von Menschen das Leben gekostet. Allein die bislang schlimmste Flutwelle im Dezember 2004 im Indischen Ozean forderte über 230.000 Todesopfer. Und sie wird nicht die letzte Katastrophe dieser Art gewesen sein. Wohl niemand kann die Gefahr dieser Flutwellen besser einschätzen als Chip McCreary vom Pazifischen Tsunami-Warndienst. Schon eine 3 Meter hohe Tsunamiwelle kann sehr gefährlich sein, weil der Wasserpegel steigt und dann eine Viertelstunde lang so hoch bleibt. Während dieser Zeit strömt eine Menge Wasser in Höchstgeschwindigkeit an Land. Die rasende Strömung zerstört vieles und führt Schutt mit sich, der wiederum wie ein Rambock andere Dinge kaputt schlägt. Könnten Tsunamis für das Verschwinden der Schiffe im Teufelsmeer verantwortlich sein? Tsunami-Experten sehen das skeptisch. Selbst eine große Tsunamiwelle ist auf offener See vielleicht nur einen Meter hoch oder noch weniger. Diese Wellen haben nämlich sehr lange Reichweiten. Es dauert zwischen 20 Minuten und einer Stunde, bis sie rauf und wieder runtergehen.
Dieses langsame Auf und Ab ist also mitten auf dem Meer kaum zu bemerken. Obwohl sie an der Küste unendliches Leid verursachen, tragen Tsunamis also wohl keine Verantwortung für das Verschwinden der Schiffe auf hoher See. Im Teufelsmeer suchen die Hinterbliebenen der verschollenen Derbyshire-Besatzung weiter nach Spuren des Schiffes. Der Verlust des Sonarschleppgeräts, ausgerechnet in dem Moment, als es begonnen hatte, Bilder eines vielversprechenden Objekts vom Meeresboden nach oben zu senden, wiegt schwer. Das Gerät soll nun in einer Bergungsaktion aufgespürt und wieder einsatzfähig gemacht werden. Nur so besteht die Chance, die Derbyshire jemals zu finden. Das Bergungsteam setzt ein weiteres Hightech-Gerät ein. Ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug, ROV genannt, Remotely Operated Vehicle. Ein ausgeklügeltes, ferngesteuertes Roboterauto mit Greifarm, das auf den Meeresgrund herabgelassen und nur von ein paar dünnen Kabeln am Schiff gehalten wird. Geht in 4 Kilometern Tiefe etwas schief, kann von oben niemand eingreifen. Die Stimmung war unglaublich angespannt. Da war nun ein teures Gerät am Meeresboden verloren gegangen. Und wir vermuteten, dass da unten auch das Wrack war, das wir suchten. Aber ohne einen handfesten Beweis würde uns niemand glauben. Es wäre ein kompletter Fehlschlag. Wir bargen also unser Schleppsonar, was technisch sehr schwierig war. Eine 10 Tonnen schwere Sonde vom Meeresboden an Deck zu hieven, das ist nicht einfach. Und dann mussten wir ja noch nach dem Wrack tauchen und all das in nur 6 Stunden, denn dann mussten wir zurück. Die Aktion bringt, trotz des engen Zeitplans, den erhofften Erfolg. Nie zuvor gesehene Bilder werden aus dem Dunkel auf das Schiff gesendet. Das Unterwasserfahrzeug entdeckt schließlich Spuren von Eisenerz, die Fracht, die die Derbyshire an Bord hatte, als sie verschwand. Bilder verbogener Metallteile belegen eindeutig, es handelt sich um ein Schiffswrack. Dann endlich der erlösende Moment, dem alle entgegengefiebert haben. Die Kamera des Tauchroboters bekommt die Bugwand des Schiffs vor die Linse. Auf ihr klar zu erkennen, der Name des Schiffs. Der letzte Beweis ist erbracht. Die Derbyshire ist nicht einfach in eine andere Dimension verschwunden, sie ist gesunken. Es ist ein großartiges Gefühl, ein Wrack zu finden. Alle hatten uns prophezeit, dass wir es nie finden würden. Wenn